Zurück zu Normandy. Halt. Ja. Hier gab es ein bisschen was Neues. Ich glaube, den Kodex machen wir schnell. Drei neue Sachen bei... Admiral Steven. Hier. Jacob Tully Zora, eine quarianische Maschinistin. Brauchen wir wurde nicht. 2000 Kennen Miranda wir. Dr. Karen Chuckwas. Dann Planeten und Orte. Jellix, der zweite Planet des Aral-Systems, ist eine nur sehr begrenzt besiedelbare Welt aus Bergen und Eis. Der Planet wurde nach seiner Entdeckung 2161 zu einer Strafkolonie der Menschen gemacht, die aber 2179 aufgrund der schlechtesten Sicherheitszustände innerhalb der gesamten Allianz wieder geschlossen wurde. Noch heute sind deshalb Prozesse vor Gericht anhängig. Kurz nach der Schließung der Gefängnisse zog eine Handvoll intergalaktischer Unternehmen hierher und errichtete Minen, Vorratslager und andere Anlagen auf dem Planeten. Lessus ist eine wenig bemerkenswerte Welt weit abseits der normalen Reiserouten und beherbergt lediglich eine kleine Asari-Kolonie. Wichtigster Komplex ist ein Kloster, in dem eine große Anzahl Asari mit aktiven oder latenten Adat-Yakshi-Genen leben. Einer Störung, die beim Geschlechtsakt mit der betroffenen Asari zum Tod des Partners führt. Obwohl einige Kolonistinnen sich freiwillig hierher ins Exil begeben haben, wurden die meisten doch von ihren Familien nach Lessos geschickt, um die Gesellschaft vor ihrem tödlichen Potenzial zu schützen. Das Kloster propagiert individuelle Opfer zum Wohl der Gemeinschaft. Latente Adat-Yakshi sowie aktive Betroffene, die beweisen, dass sie ihren Zustand unter Kontrolle haben, erhalten nach angemessener Zeit die Möglichkeit, sich wieder in die Asari-Gesellschaft zu integrieren. Aktive Adat-Yakshi, deren psychologische Profile weder Mitgefühl noch Bedauern zeigen, müssen ihr Leben lang im Kloster bleiben. Ranoch, ein trockener Planet, der einen älteren Stern im Tikkun-System umkreist, ist die frühere Heimatwelt der Quarianer. Vor fast 300 Jahren wurden die Quarianer von den Geth vertrieben, synthetischen Dienern, die ein Bewusstsein entwickelt und sich gegen ihre Schöpfer aufgelehnt hatten. Obwohl Ranoch heute größtenteils unbewohnt ist, haben sich die Geth als eine Art Pfleger betätigt. Sie haben die Ökologie des Planeten repariert, alte Gebäude wieder aufgebaut und etwas Ackerland kultiviert. Auf Ranoch gibt es keine Insekten. Daher müssen sich seine auf Bestäubung angewiesenen Pflanzen auf andere Tiere verlassen. Diese Symbiose von Flora und Fauna ist verantwortlich für das geschwächte Immunsystem der Quarianer, das ihnen nach der Vertreibung von Ranoch die Kolonisierung anderer Planeten extrem schwer gemacht hat. Für viele Quarianer ist die Zurückeroberung ihrer Heimatwelt von den Geth sowohl eine kulturelle als auch eine physiologische Notwendigkeit. Die Asari-Heimatwelt Tessia ist das Herz der größten Ökonomie der Milchstraße. Die Element-Zero-Reserven des Planeten sind so gewaltig, dass sie galaxieweit preisbestimmend sind. Weil sich das Leben auf Tessia in einer Natur entwickelt hat, die reich an E-Zero ist, gibt es hier zahlreiche Spezies, die sowohl biotisch aktiv als auch resistent gegen E-Zero sind. Auf Tuchan. Die Asari-Heimatwelt Tessia ist das Herz der größten Ökonomie der Milchstraße. Die Element-Zero-Reserven des Planeten sind so gewaltig, dass sie galaxieweit preisbestimmend sind. Weil sich das Leben auf Tessia in einer Natur entwickelt hat, die reich an E-Zero ist, gibt es hier zahlreiche Spezies, die sowohl biotisch aktiv als auch resistent gegen E-Zero sind. Reisen zu dem Planeten unterliegen strikten Kontrollen. Aber dennoch ist der Schmuggel ein Problem. Es gibt auf Tessia keine zentrale Regierung, sondern mehrere Republiken. Und obwohl jede davon ein beachtliches Militär unterhält, hat es schon lange keine internen oder externen Kriege mehr gegeben. Die Asari sind bekannt für ihre kulturelle und politische Dominanz und bemühen sich sehr um diplomatische Mitsprache. Ihre Präsenz in der Politik der Citadel und der Galaxie ist sehr deutlich spürbar.
Dennoch ist gerade die dezentrale politische Struktur ihrer Heimatwelt verantwortlich dafür, dass Tessia dem aktuellen Konflikt so unvorbereitet gegenübersteht. Wie die Plasma-Schrotflinte der Geth ist auch die Spitfire keine echte Energiewaffe. Stattdessen feuert die Minigun Salven magnetischer Supraleiter-Projektile ab, die beim Aufprall zerspringen. Zwischen den Fragmenten entstehen Lichtbögen, die sie in Plasma umwandeln. Die automatischen Schüsse entwickeln die Hitze eines Schneidbrenners. Die Durchschlagskraft der Waffe hat die Aufmerksamkeit der Geheimdienste von Allianz und Quarianern erregt, die der Ansicht sind, dass die Spitfire zur Zerstörung anderer Geth entwickelt wurde. Es wurden so viele Spitfires auf dem Feld gefunden, dass man davon ausgehen kann, dass es sich nicht mehr um einen Prototypen handelt und dass eine Spaltung bei den synthetischen Wesen zu ihrer Produktion geführt hat. Vor der Einführung des M560 Hydra konnten Raketenwerfer entweder ein gepanzertes Einzelziel oder mehrere ungepanzerte Gegner neutralisieren. Mit dem Hydra muss der Soldat diese Entscheidung nicht mehr treffen. Der Hydra verschießt mehrere kleine Raketen, jede mit einem unabhängigen Zielsuchsystem. Beim Einschlag explodieren nacheinander drei Ladungen. Die erste überlastet die kinetischen Barrieren des Ziels, die zweite zerstört seine Panzerung und macht damit den Weg für die dritte frei, die dann im Ziel detoniert. Sekundär haben wir noch, alles andere ist... Alles andere haben wir fertig. Und hier ist es sehr viel. Wir machen es wie folgt. Wenn es euch interessiert, drückt ihr bitte Pause. Ich werde einfach nur durchscrollen. Also wenn ihr es lesen wollt, Pause drücken. Ich werde nichts dazu sagen. Ich schalte kurz die Kamera aus. Und ja, ihr drückt Pause und wenn wir fertig sind, geht's weiter. Okay?
Ich sehe, seid ihr wieder da? Sehr schön. Sehr schön, das freut mich. Dann habe ich mal mir erlaubt zu gucken, wo das Buch von Irune sein könnte. Das ist im Aethon-Cluster. Im Aru-System. Ich würde aber, warte mal. Hier nochmal kurz hinreißen, da haben wir noch ein bisschen was offen. Mal gucken, ob das jetzt kommt. Brauchen wir Treibstoff? Wir müssen nach oben und nach unten. Wünsche mir Glück. Reaper umgang. Hab kein Glück. Aber ich dachte, es zählt vielleicht als Mission. Naja, dann gehen wir ins Aru-System des Aethon-Clusters. Muss mir nur merken. Aethon. War doch gerade hier irgendwo, ne? Halt auch nicht so, dass ich jedes System abklappe. Deswegen hätte ich es schöner gefunden, wenn da was dran gestanden wäre. Oder hatten wir sogar schon was? Guck mal hier. Das ist es wahrscheinlich, ne? Dank. Ist immer noch was? Produktionseinheiten. ULG-Sprung erfolgreich. Ich immer. Da blinkt es auch. Schatten mehr. Hier ist noch irgendwo. Kommunikationszentrum. Das machen wir noch. Ist das, was uns die Trainer gesagt hat? Ja, oder ich glaube, das ist das.
Können mit dem Betäubungsschuss Ziele verbrennen, einfrieren, stören, warpen oder ihre Panzerung durchdringen, je nach aktiver Munitionskraft? Ali hat auch 13. Schaden und... Ah nein, ich mach Schaden, wollte ich sagen. Und Abwehrdrohne. Chance von 30 einen Elektroschock zu werfen und das. Hat eine unserer geheimen Kommunikationsanlagen erobert. Alle Feldzüge in diesem Einsatzgebiet sind von den Informationen dieser Schüsseln abhängig. Was wissen wir? Eine Technikerin, die den Angriff überlebt hat, informiert uns. Grace Sato. Sie versteckt sich in einem Sicherheitsbunker. Eine Zivilistin? Ja, ich stelle sie durch. Miss Sato, was geht da unten vor? Ich bleibe versteckt. Halten Sie durch. Wir sind bald da. Ja. Ja, Commander. Es ist nicht ideal, aber nur sie kann Ihnen dabei sinnvoll helfen. In dem Netzwerk sind kritische Informationen gespeichert, Commander. Ich kümmere mich darum, Admiral. Tun Sie das. Hackett Ende. Wir sind gelandet. Womit haben wir es zu tun? Das sind sie doch schon. Die Kontrolle über drei kritische Zugangspunkte zu übernehmen. Ich aktualisiere Ihren Navipunkt mit der Position des Terminals, das Sie als erstes knacken werden. Wir hindern Sie daran, sich einzuhacken. Shepard, Cerberus Shuttles durchkämmen das Gebiet. Ich glaube, sie suchen nach mir. Ah, dann. Sie ermitteln Sartos Position über den Funkverkehr. Oh nein, wie können wir? Alles bleibt beim Alten. Ach Gott, ich habe die nicht als Feind erkannt. Ja, Commander. Oder wahrgenommen. Ach, kurz ist es Tali. Ah. Musst du noch. Dann geh mal in Deckung. Hat es geklappt? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm. Nein! Kann ich das jetzt bitte mal hacken? Gut. Miss Sato, kommen. Miss Sato, sind Sie da? Sie hat Angst, die finden Sie, wenn sie antwortet. Wir brauchen die letzten Koordinaten. Grace, hören Sie. Kann nicht reden. Sie sind draußen. Ich weiß, Sie haben Angst. Es ist zu viel für Sie. Aber ich lasse sie nicht im Stich. Versprochen. Okay, Commander. Aktualisiere ihren Navipunkt mit der letzten Position. Aber wenn sie es schaffen, bitte beeilen sie sich. Commander, ich glaube, ich kann sie rausholen. Dann los.
falsch. Hier. Komm schon. Komm schon. Wer? Dürfte ich jetzt mal bitte hier hacken? Ist das... Ups, ist das möglich? Danke. Commander, sie kriegen die Türen gleich auf. Hilfe! Gebe ihr Deckung, Commander. Gelände gesichert. Hole Misato ab und fliege dann zurück zum Rendezvous-Punkt. Gute Arbeit, Lieutenant. Okay. Schafft. Sehr schön. Sehr schön. Unsere Kommunikationsstation ist gesichert. Die Operationen in diesem Einsatzgebiet können weitergehen. Keine leichte Aufgabe, dass es so bleibt. Wie geht es Misato? Sie hat um Versetzung zu einer Allianzstation in der Nähe gebeten. Sie möchte helfen, wo immer sie kann. Gut. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Hackett, Ende. Wenn wir eh gerade hier sind, können wir auch mal kurz hier reingucken. Ja, ich wollte gerade sagen, da haben wir nämlich auch ein bisschen was Neues bekommen. Verteidigungsstreit macht. Kannst du da unten scrollen? Die Beschaffung der Ringe von Alune verehrten Asari hat das eine inspiriert freiwillig. Hatten wir doch schon. Warum kommt das jetzt nochmal? Komisch. Der Sockel einer Stadt. Das hatten wir auch schon. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Warum wird mir das alles nochmal angezeigt? Bevor es mit Commander Shepherds Hilfe von Otarum floh, machte Technikerin Grace Sato eine Kopie der Pläne für das modernste Kommunikationsportal der Allianz. Sato wird diese Pläne dazu benutzen, einige kleinere Anlagen zu bauen, um wichtige Informationen aus verschiedenen Systemen zu erhalten. Okay. Die Bibliothek von Asha enthält zentrale Werke der Asari über die Kriegskunst. Diese Texte wurden als verpflichtende Ausbildungslektüre an alle Asari-Rekrutinnen verteilt. Es war für die 6. Flotte eine Aktualisierung. Eine Fahne ist nach einer verschollenen Stadt benannt, die am Südpol von Tessia unter dem Eis begraben sein soll. Der Kreuzer trägt immer noch Spuren vom Beschuss zahlloser Geth-Jäger, gegen die er 2183 bei der Schlacht um die Citadel gekämpft hat. Die Crew will sie nicht entfernen lassen, weil sie Ehrenzeichen sind. Und zudem eine Erinnerung daran, wie knapp sie der Vernichtung entgangen sind. Forschungsschiffe. Die Asari-Wissenschaftlerinnen in Orisoni hatten sich abgeschottet, damit ihre Arbeit weder von Kollegen noch von Unternehmen gestohlen werden konnte. Sie erforschten neue Kunststoffe und suchten nach einem Material, das enorm hitzebeständig ist, nicht leitet und billig herzustellen ist. Einer ihrer Prototypen könnte ideal für die Isolation der Belüftungskammern des Tiegels sein. Tiegel? Wollos Produktionseinheit. Wollos Unternehmen haben Erfahrung darin, immer genau die Produkte in Massenfertigung herzustellen, nach denen gerade große Nachfrage herrscht. Ihre Fabriken sind modular aufgebaut und stellen ihre Fertigungsstraßen rasch von Waffen auf Fertighäuser oder den nächsten galaxieweiten Trend um. Diese Produktionseinheiten stammen aus einer derartigen Fabrik und können Kunststoffe für den Tiegel in industriellen Mengen herstellen. Loriana, 7. Flotte. Die Beschaffung des legendären Banners des 1. Regiments hat die Stimmung der überarbeiteten turianischen Truppen deutlich gehoben. Sehr gut. Hier.
Sie haben neue Nachrichten, Commander. Omega. Von Bray. Die Dinge auf Omega beruhigen sich. Es sieht aus, als wären die Taluns die neuen Sicherheitskräfte auf der Station. Ihr Anführer sagt irgendwas darüber, Chandros Andenken zu ehren. Ich würde ja sagen, sie sind ganz nett, abgesehen davon, dass sie kein Problem damit haben, ihrem Standpunkt mit wenig Feuerkraft Nachdruck zu verleihen. Seien Sie da draußen vorsichtig, es gibt hier mindestens einen Batterianer, der nicht will, dass sie sterben. Ray. Das ist doch mal nett. Von Steve Cortez. Beauty Ball, Freundschaftsspiel. Shepard. Die Seattle Sorceress streiten ein Beauty Ball-Spiel gegen die Osaru Maestros. Das wird bestimmt episch. Sie haben seit kurzem ein Apartment mit einem schicken Videobildschirm. Zufall. James und ich sind anderer Ansicht. Sie stellen die Couch und wir sorgen für Erfrischung. Geben Sie uns einfach Bescheid. Okay. Commander? Ja. Ich gehe mal zu den beiden da vorne, da waren wir lange nicht mehr. Die Quarianer kommen mit diesen Anzügen ganz gut zurecht. Vielleicht könnten sie ihnen ja auch sowas anfertigen. In Kürze maximaler dynamischer Druck. Für minimal. Commander? Guck mal, der hat dieselbe Frisur wie die Trainer, nur in braun. Sehr verwirrend. Okay, Logbuch. Oh, wir haben. Ich bin so froh, dass wir den Kodex durch haben. Also. Irgendwo auf der Citadel-Botschaft muss noch jemand sein und Präsidiums Unterhaus. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das Exemplar schon haben und den Reaper-Code. Citadel-Botschaft. Wir können es probieren, wir müssen ja eh zur Citadel. Das müssen wir auch abgeben. Probieren wir. Fliegen wir zur Citadel. Vielleicht können wir auch kurz... Vielleicht sind die Reaper weg, ich probiere es einfach mal. Wo war denn das? Hier, ne? Probieren wir. Wir probieren es. Wir probieren es mal. Ich glaube, wir probieren es. Treibstoff. Wegen Treibstoff. Kein Kommentar, bitte. Keinen Kommentar, bitte. Wenigstens 100% haben wir es abgeschlossen. Sagt einfach nichts. Einfach akzeptieren.
dass das das behält, ne? Und wir nicht nochmal von vorne scannen müssen. Credits erhalten, okay. Hatten wir hier schon gescannt? Bitte sag ja, nein. Scheiße. Oh. Uff. Ausweichen erfolgreich. Geh kurz tanken. Dann gucken wir uns das letzte System an. Shit. Wo sollte das denn sein? Wir hatten da schon mal so Probleme mit dem Scan. Auch Treibstoff, oder? Ach, das kotzt mich an. 10%, dann hätten wir das System. Machen wir noch das und dann. Dann gibt's das Element. Da oben haben wir schon was gescannt gehabt, ne? Bei Ialessa ist es, glaube ich. Haben wir auch was gescannt gehabt. In. Ich weiß nicht, wo es sein soll. Umgang. Nach oben. Genau, da hatten wir schon was gesucht. Hoffentlich haben wir dann hier das System fertig. Aber dann hätten wir auch nur noch eins. Asari-Technikerin. Stoff. Kommen wir wenigstens zurück. Gehen wir mal zur Citadel, ne? Es blinkt auch schon wie verrückt. Andocken. Machen wir erst, gehen wir erst zur Botschaft. Hören uns da mal um. Sie dürfen andocken, Normandy. Ja, vielen Dank. Benötigen Sie ein Transportmittel? Schaffen, bitte. Ich muss zu den Botschaften. In Ordnung. Schauen wir mal. Danke, Erdenclan.
Unsere militärische Stärke ist nicht erwähnenswert. Aber wir sind stolz, unser Möglichstes zu tun. Nach der Eroberung der Elkor-Heimatwelt durch die Reaper-Streitkräfte sind Flüchtlinge von Dekuna unterwegs zur Citadel. Keinen, ne, der irgendwas von uns möchte. Sorry. Während die Reaper-Streitkräfte ja, auch nicht. Vor der Eroberung von Tessia stehen. Meine Frau wurde gerade in den aktiven Dienst. Und für mich soll es auch bald losgehen. Man hat mir gesagt, sie können mir gleich. Aber wenn wir gerade mal hier sind, gehen wir hier rein. Gibt's auch immer so coole Sachen, ne? Und jetzt ein Kommentar des ANN. Wir hören pausenlos Meldungen über Massaker auf unserer Heimatwelt. Ist nichts? Was haben wir denn Schönes? Drachni haben salarianische Kolonien vernichtet. Die Quarianer haben im Morgenkrieg unfassbare Gemetzel durchlitten. Phasen der ethnischen Säuberung sind dunkle Flecken in der Geschichte der Menschen. Aber wir sind eine Galaxie von Überlebenskünstlern. Wir halten durch. Egal. Ob uns organische oder synthetische Wesen bedrohen. Manche überlegen, ob eine Kapitulation die Rettung vor den Reapern bedeuten würde. Sie alle frage ich. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Reaper die ganzen Jahre im Orkusnebel gemacht. Sie haben sich versteckt und auf den richtigen Moment gewartet. Und alles, was sie versteckt, das brauchen wir für irgendjemanden. Sie fürchten uns, weil es keine Reaper mehr geben wird, wenn wir die Oberhand behalten. Ich bin Iris. Chakram. Scheiben explodieren beim Aufschlag in 1000 Schrapnellen und fliegen damit durch den Feind. Im Schaff sind ein Liefercode des Herstellers. Nehmen wir das mal. $150,000. Oh. Ich habe Angst, wenn ich so viel Geld ausgib, dass es scheiße ist. Great. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob es richtig war. Verschlüsselungscode. Das haben wir auf jeden Fall mal gekauft. Es muss, glaube ich, für irgendjemanden sein, ne? Botschaftsbüros. Officer Delek. Die vier. Hinten. Beim Aufzug. Das könnte ja dann für den jetzt sein, ne? Wäre das? Nein. Er vielleicht? Eine von denen? Wer ist es denn von denen? Sie? Er? Oben drüber? Das ist der Bailey. Ah.
keinen Sinn, dass du hier stehst. Sie sind vom Geheimdienst, richtig? Ich habe diese Verschlüsselungscodes bei einem Cerberus-Techniker gefunden. Ich dachte, sie könnten vielleicht hilfreich sein. Cerberus-Codes? Genau danach haben wir gesucht. Danke, Commander. Ja, bitte. Dann lass uns nochmal gucken. Hier ist niemand, der mit uns sprechen will. Bailey, ja, okay. Jacob, den brauchen wir nicht. Hier brauchen wir auch keinen. Entschuldigung, ich bin gerade ans Dings gekommen. Präsidiumsunterhaus nur noch. Ich habe das Buch von Plenix zurückgeholt. Es wartet in Bucht D24 auf Sie. Erdenclan, das ist ein unbezahlbares Geschenk. Vielen Dank. Ihr helft damit meinem Volk, sich an sich selbst zu erinnern. Schön. Das haben wir wahrscheinlich noch nicht, ne? Die beiden werden wir noch nicht haben. Gibt's denn sowas auch? Okay, dann gehen wir jetzt zum Sunset Strip. Hier. Sunset Strip, nein, Silver Sand Strip. So, Entschuldigung, wo ist der Sunset Strip? Irgendwo in Amerika vielleicht? Ich glaube. Kann auch sein, dass ich gerade echt Quatsch rede. Wer kommt jetzt zu Besuch? James und? War das noch Kaidan? Vergessen. Ja, die wollen eh nur Fernsehen glotzen bei mir. Okay, danke. Mach mal ein bisschen Musik. Stephen Hackett, Shepard, ich hatte auf der Erde keine Gelegenheit, Ihnen neue N7-Ausrüstung zu beschaffen und habe jetzt dafür gesorgt, dass eine N7-Verteidigerpanzerung an die Normandy geliefert wird, bevor die Versorgungslinien noch unzuverlässiger werden. Probieren Sie sie aus, wenn Sie das nächste Mal zu einer Mission aufbrechen. Es ist mehr als nur ein bisschen mehr Panzerung. Danke. Ach, der war's. Okay. Cortez und James. Entschuldigung, dass wir zu spät sind. Jemand hat vergessen, das Cerveza mitzunehmen. Kommen Sie rein. Dieser jemand waren Sie. Habe ich nie geleugnet.
Wann beginnt das Spiel? Es geht gleich los. Seattle Sorcerers gegen Yuzaru Maestros. Das bedeutet Beauty-Ball der härteren Sorte. Nein, ist nur ein Freundschaftsspiel für die Truppenmoral. Das gehen die entspannt an. Mitten im Krieg, wenn die Armee zuschaut? Sie werden alles geben. Absolut. Haben Sie Derek Rogers spielen sehen? Mann, er und die Sorcerers gehen echt in die Vollen. Esteban, die Maestros verlieren nicht. Haben Sie Tyra Tistanis spielen sehen? Die Frau ist ein blauer Blitz. Mr. Vega, Ihre Vorliebe für das Asari-Team hat mehr mit deren Aussehen als mit ihrem Können zu tun. Hey, das stimmt nicht. Nicht ganz. Außerdem ist offensichtlich, dass Sie einige der Sorcerers auch heiß finden. Okay, okay. Bekenne mich schuldig. Für wen sind Sie, Shepard? Ich weiß nicht. Was meinen Sie beide? Die Seattle Sorcerers sind eins der wenigen letzten Menschenteams. Sie waren beim Angriff auf die Erde auf Tour. Seit sie Donna Novotny von den Hackers gekauft haben, sind sie völlig unbesiegbar. Stimmt, aber die meisten Maestros haben schon vor dem Erstkontakt gespielt. Sie werden gewinnen. Die Sorcerers haben die Maestros noch nie geschlagen, aber sie waren auch noch nie so hungrig. Also, Shep, wer wird gewinnen? Man wettet nicht gegen das Heimteam. Mr. Vega, ich hoffe, Sie geben klein bei. Wann hat sich unser Commander je geirrt? Ruhe jetzt, das Spiel fängt an. Mierda, der war draußen! Du bist blind, Shiri! Ja, geschafft! Her mit der Kohle. Hey, warum durfte ich nicht mitwetten? Wir haben eigentlich nicht darauf gewettet, wer siegt. Sondern darauf, ob Sie den Sieger vorhersagen. Und jeder weiß, dass man nicht gegen Shepard wettet. Wie auch immer. Es war ein tolles Spiel. Ja, ein schöner Abend. Danke, Shepard. Gern geschehen. Es ist schon spät. Hasta luego. Komm immer, und du weißt, was wollen. Können wir hier einfach mal so vorbeikommen? Unfreundlich. Okay. So, hier geht keine Karte. Ich habe gerade die Karte versucht, dann probieren wir die mal unten. Aber ich glaube, hier gibt es auch keinen mehr, der mit uns sprechen. Ne? Oder für den wir irgendwas haben.